Hallo und herzlich willkommen zu New World. Heute zeige ich euch natürlich mal ein bisschen was anderes, und zwar den Stadtobjektübersicht. Das bedeutet, man kann Sachen in der Stadt selber ja auch noch ausbauen, verstärken, verbessern und, und. Hier bei den Stadtprojektübersichts, ja, schwarzen Brett, sage ich jetzt mal, kann man viele verschiedene Sachen ausbauen. Und hier Alchemist auf Rang 3 aufrüsten ist zum Beispiel. Oh, guck mal hier, Steinmetz benötigt 50 Steinziegel. Es hat sich gerade aktualisiert. Cool. Also die aktualisieren sich immer wieder. Das werde ich machen, sobald ich genug Stein habe. Dann nebenbei werden wir Kaninchen und Würfel versuchen zu kriegen. Und zwei Orte sollen wir besuchen und wir bekommen dadurch auch Sachen. Das heißt, wir laufen jetzt los und versuchen das zu machen. Wenn ich hier wieder rauskomme. So, der X-Sider ist gerade mit im Hallo. Discord. Der ist unterwegs und guckt auch natürlich nach seinem Zeug, was man hier alles Mögliche Also ich soll machen kann. Rohholz, Steine, Truthähne und Hirsche. Soll ich mich drum kümmern. Okay. Das ist Also ich habe jetzt. extra nicht die Mission genommen, wo man zu verschiedenen Orten rennen muss, weil jeder kriegt halt verschiedene Aufgaben. Und damit wir nicht jetzt hier einfach 5 Tage durch die Weltgeschichte rennen, schien Ja. mir das sinnvoll. Oh, ich habe nichts dagegen, durch die Weltgeschichte zu rennen. Ich werde jetzt nach hier unten rausgehen und werde mir das mal angucken. Also ich habe auch Anmarkierungen auf der Karte, wo man hinlaufen kann, soll, wie auch immer. Der längste ist über 1 Kilometer weit weg, glaube ich. Einmal ist dort einer. Dann soll man bis nach hier unten laufen. Ja, also das ist natürlich ein bisschen sehr weit. Das machen wir natürlich nicht. Aber wir können schon nebenbei hier Stein und sowas sammeln für die Ziegel. Und wenn wir Glück haben, finden wir auf der Karte auch noch andere Sachen. Wir gehen jetzt erstmal 200 Meter in die Richtung, um das erste fertigzustellen. Und wenn wir Steine sehen, holen wir das. Und wieso auch immer, ist eine Fliege direkt auf meinem Bildschirm gelandet gerade. Geh weg. So, das erste natürlich sammeln wir für den Steinmetz benötigt 50 Stück. Das heißt, ich muss ein bisschen mehr natürlich Stein sammeln, um das dann erst herstellen zu können. So, das wird noch nicht reichen. Oh, hier ist zum Beispiel ein Truthahn gerade. Ja, ob du dumm erlegst ihn jetzt. Wieso bist du bei mir? Ja, Oh, fast. Entschuldigung. Ja, dann bleibe ich stehen Ich renn und. die ganze Zeit hinter dir her. Das wusste ich nicht. Aber du siehst ihn ja auch oben in der Karte, ne? Ja, aber sehen und erwischen, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, also wir haben schon festgestellt, dass ein Krieger hier einfach mit Linksklick schlagen kann, mit rechts blocken, festgehalten mit links Schlag haben. Das sind die Grundeigenschaften. Dann habe ich einen Bogen zum Beispiel. Rechts festhalten zum Zielen und mit Linksklick schießen oder mit Linksklick festhalten und den stärkeren Schuss. Man kann die Pfeile hier nicht wieder aufsammeln. Ja. Das ist natürlich nochmal ein ja, kleiner Unterschied. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Wie sieht es denn aus? Oh ja. Es hat sich nichts von der Karte verändert. Noch ist alles so mit den Farmen, wie es vor Tagen war. Aber man musste sich auch vorbereiten für Kriege und, und. Na gut, aber was müssen wir hier eigentlich machen? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Suche in Truhen nach Schnürband, Gebiet, Kanner Grabstätte. Wo bin ich hier? Erkunde und finde. Erkunde und finde. Ja, toll. Das heißt, zwei. Suche in Truhen nach Navigationskompass. Ja, egal. So, einmal nur killen, nichts tun. Und die sind Stufe 15, die Gegner hier. Waren die nicht gestern hier schwächer? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Össer! Hängt davon ab, wo wir gestern rumgelaufen sind, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Hm.
So, da soll man nicht viele von sammeln, aber etwas sammeln. Ah ja. Ein bisschen was gefunden, sehr schön. So, dann können wir direkt weiter ins nächste Gebäude. Da gibt es nämlich dann das nächste. Brauchen gar nicht so lange Zeit verschwenden. Einfach mal hier langlaufen. Hier liegt ein toter Truthahn. Der hilft mir nicht. Hier liegt noch ein toter Truthahn. Hier ist eine Kuh. Ach nee, ja. Du meinst nicht mich. Nie meint er mich. So. Das ist die zweite von 5. Ich mache gleichzeitig noch irgendeine andere Quest mit, aber das juckt mich ja nicht. Das ist eher vorteilhaft. Hier ist noch was. Was hat denn der hier für Gegner? Ach, das sind hier diese... Ja, egal. Brauchen wir nicht. Das ist Nummer 3. Patronen kriege ich auch. Sehr schön, wenn ich irgendwann mal ein Gewehr ausprobieren möchte. Das habe ich natürlich auch noch nicht gemacht. Der X-Seite hat ja einen Magierstab. Und da musst du hauptsächlich nur mit Linksklick schießen. Also Grundfertigkeit, nur schießen. Allerdings muss man da auch ziemlich heftig zielen. Ne? Also da muss man das auch drauf haben. Ja, du kannst auch nicht beim Laufen schießen. Das heißt, der bleibt immer stehen, schießt dann. In der Zwischenzeit ist der Gegner schon wohl ganz anders hingerannt. Also die Verzögerung zwischen Abschießen und Ankunft dieses magischen Projektils ist relativ hoch. Also wenn du Gegner hast, die sich halbwegs schnell bewegen, ist das schon hast du schon eine gute Fehlerrate. Ja. Ich weiß gar nicht, war ich in diesem Haus schon, oder? Ja, hier war ich schon drin. So. Hier, da, da. Hier gibt es eine Truthahn-Farm bei mir hier. Da hier rennt. Das Truthahn habe ich fertig. Ich bin jetzt auf der Suche nach Hirsche. Oh. Du bist ja deutlich schneller als ich. Ja, Hirsche sind, glaube ich, schwieriger. Ja, die waren im Süden, wo wir hergekommen sind, auf jeden Fall. In dem Haus war ich. Da die wären auch Wölfe, sehe ich gerade. Wölfe? Mhm. Klingt gut. Komme ich gleich hin, sobald ich meine letzte Kiste gefunden habe. Ich habe immer das Problem, die letzte Kiste finde ich nie. Nie. Wirklich. Ich suche sie immer. Es gibt meistens sogar mehr, als man braucht. Aber trotzdem finde ich sie nie. Es ist immer wieder gut. Ich glaube, die ist da oben drin. Laufen wir mal da hoch. Bin mir schon fast sicher, dass hier meine letzte Kiste ist. Hoi, yassa! So, dann ist die Frage, muss man zurücklaufen, um sie abzugeben oder halt nicht, ne? Das ist dann auch nochmal. Hoppala. Ey, ey! Der hat mich runtergeschubst. Dammit! Hier ist ein silberner 16er. Alter. Dann wirst du wohl laufen müssen. Nein, das will ich nicht. Oh, der hilft mit. Cool. Danke, Mitspieler. Vielen Dank. Merci. Mua. Dankeschön, Dankeschön. Entschuldigt, dass es ab und zu mal ein bisschen... Ich glaube, ich habe gerade Erz auf dem Radar angezeigt gekriegt. Ich meine, ich habe es nicht gekriegt, weil ein anderer Spieler das vor mir abgeerntet hat. Aber ich glaube, ich hatte gerade die Anzeige von Erz oben am Radar. Das wäre super geil. Das wär echt gut. Oh, ich muss mich erstmal heilen. Erstmal was essen. Nam, 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 nam. Au! Da ist ein Reh. Okay, gucken wir mal. Bessere Rüstung? Nein, zerlegen. Das spart Gewicht. Die ist auch schlechter zerlegen. Was ist das für eine Hose? Deutlich schlechter. Okay. Oh, ich habe auch noch. Rehe jagen war keine gute Wahl für mich. Okay, ich habe ein besseres Schwert gefunden. Ausrüsten. Oh, sowas von ausrüsten, Baby. Sowas von. Sowas von. Okay, ich habe die eine abgeschlossen. Suche in Truhen nach Schnür. Bla bla bla. Gucken wir mal. Finde und. Ich weiß noch gar nicht, ob Reh zählt. Mal angezeigt wird mir Hirsch. 5 Navigationskompass an vielen Ort Oculus. Truhen nach Schnurband. Okay, das ist fertig. Wieso zeigt er mir das immer noch an?
da erkunde und Schnüre sind dort im anderen Gebiet. Ja, heiliger. Ach so, und die anderen beiden sind absolut random. In welche Richtung bist du denn da? Ich versuche mal mehr in deine Richtung zu laufen. Ich muss nämlich jetzt noch die Steinziegel. Also ich brauche ein bisschen... Ah, hier ist ein Wolf. Und die Wölfe muss ich ja auch noch. Und die sind ja überall auf der Map fast. Also... Das erfordert ein klein bisschen Übung übrigens. So nebenbei. Brauche ich aber nicht heute. Ups. Was war das? Ja, Rehe zählen auch gut zu wissen. Also wenn Hirsch steht, auch Rehe. Okay, okay. Das ist cool. Da habe ich doch eben irgendwo... Da ist noch ein Wolf. Ich habe dich gesehen. Du brauchst nicht weglaufen. Ich finde dich. Oh, ich habe mega Lag. Ah, jetzt habe ich die Bären bevorzugt und jetzt holt sich ein anderer gerade den Wolf. Das ist natürlich jetzt belastend. Dafür ja, ist auch ein bisschen blöd, dass man die Mission nicht zusammen machen kann. Also es wäre ja schön, wenn man sich gegenseitig unterstützen könnte. Also quasi, dass wenn ich einen Wolf erschlage, das auch für dich zählt. Ja, das kennt man so in den MMOs, ne? Ja, ja. Also in den meisten, die ich kenne, ist das so. Dass man wirklich gut im Team, also dass die Gruppe wirklich einen Vorteil auch hat. Wäre tatsächlich hier auch cool. Ja, ich denke, wartet mal, wie viel? 50 Steinziegel. Machen wir das mal 8 oder so ungefähr. Dann wissen wir, dass wir, wie viel brauchen wir denn überhaupt? Wie viel haben wir denn jetzt? So 300. Ich glaube nicht, dass das reicht. Nehmen wir noch einmal so einen Stein hier mit. So, wir werden jetzt so gucken, dass wir jetzt noch die Wölfe hinbekommen. Ich glaube, da läuft ein Wolf rum. Ja, das ist ein Wolf. Da gehen wir hin. Da holen wir uns. So, schnell zum Schwert wechseln, als er in den Nahkampf ging. Zack. Haben wir. Wunderbar. Da ist noch einer. Komm raus. Komm raus, ich sehe dich. Ja, wunderbar. Also mit Pfeile anloggen und dann auf Waffe wechseln. Wie viele Würfel sollte ich überhaupt gerade umnieten? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich muss das nochmal nachgucken. Aufgabe, Stadtprojekt. 5, also 2 noch. Da hinten läuft noch einer rum. Das müsste zumindest einer sein. Nee, das ist ein Spieler. Upala. Ja, sieht so ähnlich halt aus, weißt du? Was? Ich höre dich nicht. Ich habe eine neue Pflanze gefunden. Seelenspross. Die gibt Seelenpartikel. Seelenspross, Seelenpartikel, okay. Also wie die Drachenatem, Feuerpartikel gibt. Boah, ich bin Robin Hood. Wo ist denn der Hirsch jetzt hin? Oh, jetzt renne ich dem seit 10 Minuten hinterher, jetzt ist er einfach verschwunden, oder was? Das wäre natürlich doof. Ja, also als Magier kannst du das echt komplett knicken. Also im Nahkampf, ja. Also wenn ich einen Gegner angreife, also wirklich direkt Schaden mache, kannst du die Waffe nicht mehr wechseln. Du musst, bevor er an dir dran ist, musst du die schon gewechselt haben, also... Wo ist er hin? Ach da. Also das schon wieder zweimal getroffen und nicht gezählt. Okay, die Aufgabe müsste ich auch erledigt haben. Ich weiß, ich könnte J direkt drücken, aber nö. Also gibt gut XP, Taler gibt es auch sehr gut. Also ich glaube, das wird das sein, was man später dann auf jeden Fall machen sollte. Nee, Quatsch, das sind die anderen. Hier. Gibt auch gute XP und sowas alles, aber...
Erkunde und sowieso. Also ich habe noch drei. Einmal jetzt zwei Orte besuchen. Beziehungsweise das eine hier finden bei irgendwo Kannengrabstätte. Und einmal Stadtprojektübersicht. Oh, das nervt mich so. Ich habe so mehrere Spells mit Bereichsangriff. Nur funktioniert das immer so ganz toll, weil ich so dermaßen Lag habe, dass der Gegner immer schon wo ganz anders ist, wo ich gar nicht mehr bin. Also wo der gar nicht mehr ist. Das heißt, der, bis ich den Zauber ausgelöst habe, ist der Gegner gar nicht mehr da. Und gleich bin ich tot. Wo ist er denn da? Da brauchst gar nicht mehr kommen, bin ich tot. Damit. Das ist natürlich ärgerlich. Nee, doch nicht. Doch, jetzt. Warte mal, Ja, warte, warte, nicht, nicht, zu nicht, nicht. spät. Ja, aber du liegst doch da noch. Ich kann dich aufheben. Nee, zu spät. Ich habe schon E gedrückt. Ach so. Das ist schade. Warte mal, wohin bist du denn geschoben worden? Ah, in die Siedlung. Gut, dass wir das uns reingesetzt haben. Hier nochmal auf Erkunden. Da. Via Karte. Dahin soll ich? Zwei Schnüre. Okay. Oder? Mach ich das jetzt? Nein, ich laufe da jetzt nicht hin, oder? Nee. Komm, die wenden wir. Also. Aufgaben. Aufgeben. Nicht erreicht. Immer noch an, dass ich hier. Erschlage Kaninchen. Ach, erschlage Kaninchen ist das jetzt noch. Muss ich mal oben auf dem Kompass gucken. Zur Zeit sehe ich nur Tothähne, die auch mit einem Kill down sind. Wir dadurch nicht viel bringen. Wuhu! Da ist auch nur Kaninchen. Das ist keinerlei Kaninchen. Tatsache. Ja, der Stein oben in der Dingens ist echt Eisen. Ich habe Eisen gefunden. Der Hammer. Das ist ja geil. Und das ist, glaube ich, auch noch Eisen, ne? Ja, yo! Aber dafür bin ich auch ganz schön weit jetzt abseits. Ich glaube, ich sollte mal Richtung Stadt wieder. Geht aber auch erst ab einem gewissen Skill-Level, das ist vielleicht auch noch dabei zu sagen. Ja, Eisen. Nee, Eisenplatz auf 0. Und das Ja, Sehen abbauen, ist. aber anzeigen erst Ja, später. Sehen, Moment. Fertigkeit. Bergbau muss man anklicken. Ich bin jetzt schon 63. Eisen sehen dort ist ab 25, also recht früh, muss ich sagen. Aber ein Eisen ist selten. Also auch nicht so selten, aber es ist nicht an jeder Ecke. Silber kann man ab 15 abbauen und 50 auch dort oben dann sehen. Hier ist Öl. Das braucht man, um Stahl herzustellen zum Beispiel. Dann gibt es hier noch Gold, Alchemiesteine, Magnetit, Magnetit, Platin, Platin-Sternmetall. Oh ja. Oh ja. Oh, ich liebe Sternmetall. Ach, das erinnert mich immer an die eine Ultima Online-Zeit auf dem Ultima Online Free Shard Scariatain. Ich war so sternmetallreich. Ich war der reichste Zwerg. Gehen wir mal wieder. Ich brauche Häschen. Ich finde keine Häschen. Ein bisschen in der falschen Region. Ich glaube, nördlich von dem Dorf sind welche gewesen. Okay, ich gehe eh Richtung Nordwesten gerade. Daher würde ich sagen, müsste ich ja dann bald eventuell welche finden.
Und das ist eben halt nicht nur beim Bergbau so, das ist auch beim, wenn du, häuten ist das, ne? Ich meine, das war häuten. Erholten Spurensuche. und jagen heißt Genau, es. Spurensuche hier. Da kleine Beuteltiere findet man auf dem Radar ab 25. Große Beuteltiere erst ab 120. Mittlere gibt es da, diese Wildschweine und sowas halt. Und Raubtiere ab 200 erst. Und große Raubtiere hier, die diese Bären und sowas ab 275. Heiliger Bimbam. Das ist lang. Das ist lang. Ich sehe Also noch jetzt. ein bisschen was vor uns. Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen. Da ist mehr Norden. Ups. Hanf gefunden. Direkt nochmal sammeln hier. Da sieht man zum Beispiel da dieses, einfache Tiere. Da ist auch die Kuh drin, Schwein und sowas. Das taucht auch auf dem Radar auf. So. Da sind keine Häschen bei. Was ist das? Nein, kein Häschen. Da irgendwo soll ein Häschen sein. Na, spring rüber. Wow, der Baum ist mitten aus dem Nichts aufgetaucht und ich hänge jetzt drin fest. Belastend. Oh, ich kam zu spät. Der Hase ist down. Da sind noch Hasen. Da sind jetzt Hasen aufgetaucht. Hier irgendwo sind Hasen. Irgendwo sind mehrere Hasen. Oh, jo. Einmal. 10 Stück soll ich killen. Okay, einer weniger. Da irgendwo soll noch einer sein. Weißt du schon, wie und wo man Ausrüstung reparieren kann? Ich glaube, das kann man irgendwie im Inventar schon. Und zwar musst du deine Ausrüstung anklicken und dann reparieren sagen. Okay, versuche ich gleich mal. Also Du hast du so. die Kaninchen schon? Genau, reparieren, anklicken, ja, nee, noch nicht ganz. Und dann steht da, was es kostet. Ein bisschen Gold, also Taler und ein Reparaturteil. Dieses Reparaturteil ist automatisch in deinem Inventar, also es kommt dazu, wenn du Sachen zerstörst. So, und die werden gut geschrieben hier unten. Da kann, ich habe schon fast 500 von 2000. Das ist aber auch ganz schön teuer, 27 Gold, um meinen Stab zu reparieren. 0 Komma oder? Nee, 27 Taler. Oh, das ist wirklich teuer. Da hilft ja nichts, ich brauch den ja. Ist da unten der Hase? Hoppelt hier unten rum. Oh, bitte. Ich habe jetzt gerade nichts mehr. Ja, geh weg. Ich will dich nicht. Wow. Nein, er ist hinter die Kiste verschwunden. Hase, wo bist du hin? Ach, komm. Okay, wie viele muss ich noch? Noch 4.
Ah, in die Richtung sollen viele sein. Okay, noch drei. In die Richtung noch einer? Irgendwo? Aua. Ich glaube, mal einen Baum auf den Kopf gekriegt. Okay, jetzt noch einer. Oder? Jo, da. Okay. Alles klar. Dann muss ich nur noch die Steinziegel zusammenzimmern und dann hätten wir's. Jetzt muss ich mal ganz kurz zur Orientierung da lang laufen. Also mit Bogen jagen, das könnte auch sehr interessant und unterhaltsam sein. Das ist. Man muss nur eben halt ein bisschen Übung drin haben. Also ich finde das echt gut. Persönlich. Ist mal auf jeden Fall was anderes als einfach nur, yo, ich schieße einfach tausendmal los und, ne? So, ich muss meine Sachen. Hallo. Ja, hi. Ich muss nur meine Sachen eben machen und dann, ja, ne? Ich brauche ein bisschen Orientierung. Moment. Ranzoomen. Jetzt müssen wir zuallererst gucken. Wo ist die Schmelze und sowas alles? Hier Jetzt ist der auch auf Kaninchen jagen. Schmied. Da ist der Schmelzofen. Erstmal das Wichtigste. Ja, dann viel Erfolg. Schmelzofen, das Eisen schmelzen, was wir haben. Oh, wir haben immer noch Feld. Dann gucken wir direkt mal. Aufbewahrung erhöhen. Rufzugewinnung. Handelssteuer-Rufzugewinnung machen wir. Genau, hier irgendwo müsste doch der Schmelzofen sein. Ach, das ist wieder eine Parallelstraße. Ich bin wieder eine zu spät. Das ist immer dasselbe mit mir. Also, Juna, du bist echt der Wahnsinn. Da reißt gerade einer ab. Holt wieder einer. Ja. Okay, hier ist die Schmiede drin. Da ist der Schmelzofen, sehr schön. Ah, immer fleißig sein, immer fleißig sein, immer alles weg bearbeiten. Zack, 30 Barren wieder gemacht. So, dann brauchen wir den Steinmetz. Steinmetz, Steinmetz ist hier ein weiter wohl. Ja, das sieht nach Steinmetz aus. Ingenieur. Und da ist der Steinmetz, richtig? Ja, sehr schön. Okay. Da können wir 93 herstellen. So, das sind aber nicht die, die er haben will, sondern das hier sind die, die er haben will. Ja, ich stehe hier auf dem Karren halt drauf, deswegen wackelt das hier gerade. Sekunde. So, besser. Wir haben jetzt gerade mal 34 gemacht von 50, die wir brauchen. Die sind nicht gerade geil viele, ne? Das ist irgendwie nicht so wirklich was. Okay, gucken wir mal hier. Können wir irgendwas machen? Hier haben wir gar nichts für den Zweierrang. Also nein. Dann gehen wir zur Tafel erstmal. Die Tafel finden wir hier in diesem Konstrukt meistens zusammen, und zwar Stadtprojektübersicht, Gebietsplanungstafel und Büro des Gouverneurs. Kann man so sagen. Das ist irgendwie immer so zusammen, größtenteils. Zumindest in den Orten, wo ich unterwegs war. Danach da oben. Und dann gehen wir das mal ab. Gott, immer diese Stufen laufen. Puh. Hier, komplett. Da kann man zack, fertig machen. Oh, kann man direkt annehmen. Hier, Truthahn. Dann haben wir das komplett. Tada-da-da. Und das hier haben wir komplett.
Sehr cool. Todesmedizin begonnen. Was? Ach so, ja. Hier kann man Kaninchen. Benötigt Wasser. Wasser liefern. 100 mal Wasser. Ja, geil. Ja. Also die Aufgaben sind absolut unterschiedlich. Also sie sind nicht die schwersten, muss ich sagen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, das wird sich noch ändern, je größer die Stadt ist. Weil dann wird das nämlich auch anspruchsvoller. Ja. Du entwickelst die Stadt auch wirklich damit. Das heißt, die Stadt hat Punkte und wenn du so und so viele Aufgaben erledigt hast für die Stadt, kriegt die Stadt dafür Punkte und derjenige, der gerade über die Stadt herrscht, kann dann Bauprojekte damit vorantreiben. Ja. Irgendwo wird mir irgendwo vorgeschlagen, wo ich da hingehen soll? Nö, ne? Nö. Gut, dann werde ich eben rausgehen. Richtung irgendwo ist Gewässer. Wo ist Gewässer in der Nähe? Da gehen wir hin. 400 Meter, da ist Gewässer. Man kann natürlich jetzt auch hier an den Brunnen gehen. Wir wollen aber gleichzeitig auch noch Truthähne. Ups. Ja, das ist schwierig hier. Wartet, das geht anscheinend nur von der Seite. Kann man natürlich hier machen. So. Gluck, 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 gluck. So, kriegt man 18. Aber man muss warten wieder, ne? Also man muss warten. Man kann nicht die ganze Zeit klicken, klicken, klicken. Deswegen, ich habe es jetzt eilig. Ich möchte es jetzt in 1 machen. Und deswegen laufen wir jetzt in Richtung dieses Gewässers. Holen dort Wasser. Und gleichzeitig gucken wir, dass wir die Truthähne bekommen. Ich muss 5 Stück machen. Und wir müssen Stein abbauen. Es geht hier richtig bergauf. Eieieiei. Mein Charakter muss ganz schön schwitzen hier für den Weg. Truthahn. Truthahn, Truthahn. Mein Truthahn. Oh, ich war zu langsam. Verdammt. Oh, ich habe nicht auf die Karte geachtet. Dammit. Na gut. Gut, dann laufen wir aber trotzdem schon mal weiter. Hier sind natürlich weniger Truthähne unterwegs. Hier ist es sehr steinig, sehr bergig. Aber die ein oder anderen Sachen werden wir hier bekommen. Er sagt mir nicht, da unten ist das Wasser und ich muss komplett da runterlaufen. Ja. Ich überlege gerade einfach mal zu gucken, wie viel Fallschaden es gibt. Also geben tut's auf jeden Fall welchen. Ja, ich kann hier austricksen. Ich kann hier Vorsprung nach Vorsprung gehen. Mal sehen, wie ich wieder hochkomme. Jetzt ist meine blöde Sichel kaputt gegangen. Das gibt's doch gar nicht. Gut, dass ich immer unnötig viel von allem habe. Ach, diese Fliege nervt jetzt hier vor meiner Nase. Das ist doch furchtbar. In die Richtung ist Eisen. Oh, bin ich zu früh runtergesprungen hier. So, und dann gehen wir hier ans Wasser und da steht dann frisches Wasser zapfen. Und da hier kannst du natürlich, weil hier Wasser on must ist, kannst du hier sammeln, 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 sammeln. Und ich glaube, aufgrund des Sammelskills kriege ich jetzt schon 13 statt 11, das ich glaube ich früher gekriegt habe. Also 2 mehr schon. So. Zack, da haben wir das Wasser. Wunderbar. Und dann gehen wir hier hin. Hier ist nämlich Eisenvorkommen. Und das gönnen wir uns jetzt mal fett. 2 Eisenvorkommen. Und da hinten, nee, da, ja. Hier ist noch das zweite, was angezeigt wird. Mega. Oh nein, da kommt einer angelaufen, oder? Bleib weg. Bleib weg. Das ist mein Eisen. Mein Eisen. Geh weg. Nein, er kommt. Schnell, 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 schnell. Yes. Ja, okay, das ist gemein. Aber trotzdem, ich brauche das Eisen eher. So sehen übrigens momentan meine Skills aus. So nach nicht gerade, also wir haben nicht gerade intensiv gespielt, oder? Eigentlich nicht. Ja, also wir haben nicht so viel gespielt und habe jetzt hier ein bisschen dies und das und jenes.
Also wenn ich intensiv spielen würde, wäre es auf jeden Fall mit mir schlimmer. Könnte man behaupten. So, dann gehen wir mal auf Truthahnjagd, bevor wir zurückgehen. Ort gefunden. Oh, der kommt schon. Okay, der Wolf. Das war's mit dem Wolf. War nett mit dir. Okay, gucken wir mal. Wo ist der Truthahn? Wo soll der sein? Da. Okay, haben wir. Ja, ich weiß, ich sollte die Federn sammeln für neue Pfeile und so, bla bla bla. Und ja, gut, ihr habt recht, ich mach das jetzt eben auch. So, nächster Truthahn. Wir sollten mehr anpeilen, wieder Richtung dorthin zu laufen. Da hat irgendeiner auf mich geschossen. Süß. Ich sehe den Truthahn. Und weg ist er. Oh, das ist so deprimierend, dass sie immer so viel am Weglaufen sind. Oh, wie läuft es bei dir so? Wieso höre ich dich schon wieder nicht? Weil ich Taste gedrückt habe, weil ich einen Schokokuchen gegessen habe. Oh. Ich brauche auch wieder einen Schokokuchen. Ah, nee, Süden, ne? Ein bisschen. Dann wäre ich fast falsch rausgerannt. Was? Der war doch voll getroffen, Mann. Also sowas hier. So. Jetzt wieder in die Richtung. Ich brauche jetzt nur zwei Truthähne. Ich denke mal, hier irgendwo soll noch einer sein. Nicht weit weg von dem hier. Oh, Gesundheit. Danke. Und das war nicht über mein Mikro. Achso, der ist schon dran. Ich bin verwirrt. Was denn? Also hier irgendwo sollte ein Truthahn sein, war aber nicht. Der hat sich so schnell hin und her bewegt, da war ich verwirrt. Vielleicht ist es ein Tarntruthahn. Meinst du? Möglich ist alles. Okay. Oh Gott, ich bin irgendwie aus der Luft gefallen. Das heißt aus der Luft gefallen. Ich habe einen Sprung gemacht. Ich bin dann auf einmal in der Luft gewesen und bin nochmal auf der Erde aufgeklatscht. Ich habe den Boden geküsst. Nein, ich bin tatsächlich irgendwie in die Luft zurückgesetzt worden, weil ich irgendwie, keine Ahnung, im Kampf gesprungen bin. Oder so ähnlich. Das sah auf jeden Fall sehr komisch aus. So, Truthähne fehlen mir immer noch einer. Mir noch 7. Du musst 10 Stück machen? Ja. Ich sag doch, das wird anspruchsvoller. Oh, hier ist ein Truthahn-Nest. Sehr interessant. Hab ich auch noch nicht gesehen. Kann man Eier sammeln. Geil. Da ist so eine gottverdammte Bergkatze. Nix wie weg hier. Da bist du am Arsch, würde ich mal sagen. Da ist das Dorf, das ne? Ja. Ich sterbe. Da ist noch eine Kacke. Da muss man echt vorsichtig sein. Du
bist aber auch der auf der schlimmen Seite, ne? Glaube ich. Allein habe ich null Chance gegen die Viecher. Viecher nicht mal in Regel legt und das macht mir nicht mal Schaden. Die Re-Quest habe ich eben abgebrochen, weil ich habe echt bestimmt 5 Minuten gebraucht, um eins zu legen. Sollte 5 von denen legen. Oh also Gott. Das, ja. Also die rennen dann vor mir die ganze Zeit vor mir her. Ich treffe die nicht mit dem scheiß langsamen Angriff. Ja. Also da hätte ich Stunden gebraucht. Also muss man da wirklich so weit sein, dass man richtig Damage machen kann. Ja, wenn dann unbedingt einen Schlag umlegen, ansonsten kannst du vergessen. Ja. Oder im Team, dass man es oder zwei, drei Schläge zwei. Ja. Also. Können wir ansonsten uns schon mal merken. Ich werde nämlich, also ich denke mal, das wird sich nicht großartig, also es werden sich Kleinigkeiten noch in diesem jetzigen Stadium, was wir jetzt sehen, minimal vielleicht noch was verändern. Also ich glaube nicht, dass sie das komplett nochmal neu umstrukturieren, von null auf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also Anpassungen wird es immer geben, und vor allem auch im Balance-Bereich, ne? Wer am stärksten ist, wer am schwächsten ist, wie das mit dem ganzen Kämpfen ab vonstatten geht und sowas. Aber, wow. Ja. Ja, bei mir ruckelt es wieder wie Teufel. Bin auf einmal 100 Meter von dem Wolf, der mich die ganze Zeit angreift, weg gewesen. Ja, ich bin aus dem heiteren Himmel ja gefallen. Haben wir irgendwas im Inventar, was wir haben? Ja, aber versuchen wir deinen Gegner zu treffen, wenn das ohnehin schon schwer ist mit diesen Latenzen. Und dann springt der auch noch hin und her auf der Karte. Ja, das ist schwierig, ja. So, das war. Und da muss auf jeden Fall noch was passieren. Das geht so nicht. Ja. Das können wir noch gar nicht. Oh. Moment. Das ist schlechter. Zerlegen. Das ist besser als das hier, richtig? Nein, das ist schlechter. Dann zerlegen wir das hier. Dann ist das mein Ersatzschwert. Was haben wir hier? Eine schlechtere Kopfbedeckung. Ich habe hier eine Kirschener Hut. Ja, das sieht aus, als hätte so ein Wolf oder so ein Werwolf auf dem Kopf. Also den hatte ich auch mal. Verrückt. So. Der gibt teilweise kann der auch Boni geben. Für Jagen und sowas. Dass dein Skill ja höher ist. Genau. Der hätte mir auch was Besseres gegeben, aber das wollte ich nicht haben. Das interessierte mich nicht. So, wir sind zwar hier am Marktplatz und sowas alles, beziehungsweise hier an den ganzen Hauptständen. Ich möchte aber wieder schmelzen. Gehe ich wieder hier lang und dann gleich abbiegen, genau. Also ich finde die Orte schön gemacht, sehr, sehr naturbelassen, sage ich jetzt mal. Alles sehr grob. Überall Büschchen hier und da. Da, wo man viel läuft, da sind wirklich so Wege hier. Da sind keine Pflanzen. Alles platt getrampelt sozusagen. Kohle machen wir jetzt nicht. Was haben wir noch? Wir haben hier so eine Kiste, Waffenkiste, okay. Ist der Bogen besser als der? Oh, der ist bei weitaus besser. Ups. Man kann auch ab Level 30 auch 3 Waffen tragen. Das ist cool. So. Jetzt mit dem Finger, dass du schon Level 30 bist. Nein, nein, nein. Aber man kann eine dritte Waffe halt ab 30 tragen, dann könnte man noch ein Gewehr oder einen Magierstab zum Heilen zum Beispiel nutzen. Dann kann man wirklich solo schon fast unterwegs sein mit null Problemen, ne? Das sehe ich anders. Ja, natürlich. Ich wollte es auch nur ein bisschen übertrieben sagen. Ja, aber es wird auf jeden Fall vielfältiger beim Spielen. Ja. So. Ich stehe schon wieder auf diesem Wagen. Okay, jetzt bin ich hochgerutscht. Gut. So, dann gucken wir mal. Oh, ich kann nur 8 herstellen. Das ist nicht viel. Wieso kann ich nur 8 herstellen? Was fehlt denn? Sandpapier? Oh. Oh, das gibt's da nicht. Könnte ich noch was von haben. Wenn du das brauchst. Ja, wäre gut. Guck ich gleich.
Wer steht denn? Stellt dir irgendeiner Sandpapier her? Ingenieur, gucken wir mal, stellst du was? Nee, ich glaube, das kannst du nur finden. Glaube ich jedenfalls. Das ist doof. Mal ganz dezent. Doof. Okay. Dann gehen wir erstmal das andere abgeben. Bis der X-Halter wieder hier ist. Dann brauchen wir ein bisschen was. Ein bisschen was der Zeit. Bei 50 Ziegel abgeben, das werde ich ja wohl mal hinkriegen hier. So, läuft. Komplett ist das Hühnchen. Wasser auch komplett. Jetzt kann ich einmal 100 Bauholz und 100 Truthähne und 5 Truthähne. Und man kriegt immer schön brav hier ganz viele Sachen. Das ist richtig cool. Gebietsrufpunkte. 500 EP, Taler kriegst du hier gut was. Also, man hat hier sozusagen immer was zu tun, bis die Städte irgendwann ausgebaut sozusagen sind. Aber das dauert eben halt. Das dauert. Ja, das ist nicht mal eben gemacht. Ja, ich würde sagen, so einen kleinen Einblick konnten wir euch bieten, was diese Aufgaben angehen. Da kann man alles Mögliche halt hier ausbauen, allen Pipapo, was die Stadt anbetrifft. Das hier ist sozusagen das Rathaus. Das wird. Und dann ist hier so eine Gebietsplanungskarte. Und dann siehst du ihn hier Aufrüstungsdörfchen. Dann, Powerfliege. Aufrüstungen siehst du hier allgemein. 4 von 39. Auch sehr schön. Lebensqualitätsverbesserung. Ui, da kommt 5. Aktivieren 15.000 Gold. Geist der Holzfällers. Erhöht die Menge beim Holzfällen für 3 Tage um 20%. Das Ernten, das Entschlossenheit der Bergleute und das Häuten, das kostet alles für 3 Tage jeweils 15.000. Das ist aber heftig. Herstellungsbonus kann man auch kaufen für 3 Tage. Auch cool. Und natürlich Kampf darf nicht fehlen hier. Kampfbonus. Ich weiß nicht, warum das immer wieder hochzuppelt da. Arcana Segen erhöht den Schaden Gegnerverderbens für 3 Tage um 10%. Erhöht die Grund-LP für 3 Tage um 10%. Erhöht die Verteidigungsbelohnung für 3 Tage um 20%. Also schon recht ordentlich, würde ich mal behaupten. Finde ich cool. Also man kann hier jede Menge Sachen machen. Schönes Spiel. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Jetzt schon. Ich bin gespannt, wie es dann Richtung Release dann ist. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.